Wir wollen dem Kind ja beibringen, sofern wir dieses Kind als Mensch und damit als Person ansprechen, wie es sich verhalten soll. Papst Franziskus hat vor einiger Zeit erklärt, angesichts von jungen Vätern, dass es durchaus in Ordnung ist, seine Kinder zu schlagen, solange es nur mit Würde geschieht. Wie siehst du das denn? Also ich glaube, dass man niemanden, auch keine Kinder, mit Würde schlagen kann. Jemanden zu schlagen heißt, die Würde dieser Person nicht angemessen in Rechnung stellen. Aber gibt es da nicht einen graduellen Unterschied zwischen Po, also Klaps auf dem Po oder eine Ohrfeige ins Gesicht? Also der Klaps auf den Po ist nur erlaubt, wenn die Person sich den Klaps auf den Po wünscht. Das heißt unter sehr anderen Bedingungen als die, die wir mit unseren Kindern haben. Kurzum, es gibt keinen Unterschied, ob man jemanden ins Gesicht schlägt oder auf den Po schlägt oder auf den Arm schlägt. Der Umstand, dass man die Unversehrtheit des Leibes der anderen Person antastet und damit in Frage stellt, heißt, die andere Person nicht als Menschen zu behandeln. Aber der Vater meint es ja eben gut, indem er das Kind bestraft, um ihm zu zeigen, ethisch korrekt wäre dein Verhalten anders gewesen. Ja, man kann aber Kinder auf verschiedene Weisen bestrafen. Zu bestrafen an sich ist nicht verwerflich, sonst hätten wir keine Verkehrsrechtsordnung. Sonst wäre ja das schon unmoralisch oder die Existenz von Strafe. Strafe ist nicht das Problem, sondern körperliche Strafe. Das heißt, wir wollen dem Kind ja beibringen, sofern wir dieses Kind als Mensch und damit als Person ansprechen, wie es sich verhalten soll. Zum Beispiel im Gefängnis durch Freiheitsentzug. Da schlagen wir ja auch nicht auf die Insassen ein, sondern entziehen ihnen ihre Freiheit. Wir schränken sie geistig ein. Aber was ist denn, wenn verzweifelte Eltern mit Wörtern einfach nichts erreichen und dem Kind das schon 10-mal erklärt haben, du darfst nicht auf die Straße und es rennt trotzdem seinem Tod entgegen? Ja, man muss ja das Kind nicht deswegen schlagen. Man kann das Kind von der Straße entfernen, man greift damit auch in die Beweglichkeit des Kindes ein. Aber es gibt, wie gesagt, nochmal einen entscheidenden Unterschied, ob ich in die Beweglichkeit eines Kindes eingreife, um es zum Beispiel davor zu schützen, die Treppe runterzufallen, dann ziehe ich mein Kind ja auch weg, was eventuell ihm eine unangenehme Körperempfindung auslösen kann. Aber mein Ziel ist nicht, Schmerz zu erzeugen und ein bestimmtes Verhalten mit Schmerz zu assoziieren. Das ist dann nicht mein Ziel, das ist eben der Unterschied. Wenn ich jemanden züchtige körperlich, möchte ich, dass ein bestimmtes Verhalten assoziiert wird mit einem Schmerz. So richten wir Tiere ab. Ja? Und da muss man sich sogar fragen, ob das moralisch ist. Aber bei Kindern hört der Spaß dann wirklich auf. Wenn man wirklich dächte, dass man etwas dadurch erreicht in der Erziehung, dass man seine Kinder körperlich züchtigt, dann sollte man es so machen. An die Straße stellen, sagen, du darfst nicht rübergehen, Ohrfeige. Nächste Straße, hier darfst du auch nicht rübergehen, Ohrfeige. Warum macht das keiner? Ganz einfach deswegen, weil, wie gesagt, körperliche Züchtigung in der Regel eine Affektentladung der Eltern ist und gar kein Erziehungsmittel.